Das passt ganz gut, denn André hat einen Termin. Das Welpenwaisenhaus NRW hat um seine Mithilfe gebeten. Eine kleine Mischlingshündin wurde mit 6 Wochen viel zu früh abgegeben. Interessenten haben sich schon gemeldet, doch die könnten Andres Hilfe gebrauchen. Hallo. Hallo. Du bist die Nadja? Ja, grüß dich. André, grüß dich. Wir haben telefoniert. Ja, ne? Haben wir. Komm rein. Genau, danke schön. Wo habt ihr noch einen Neuzugang? Ja, Wilma wartet oben. Ja, super. Gehen wir mal hin. Das Waisenhaus versteht sich als familiäres Tierheim. Wilma wird mit Adoptivmama Mary bei Leiterin Nadja groß. Hey, Wilma. Da ist sie. Hallo. Das ist die Wilma. Das ist Wilma. Ah, die sieht aber noch sehr jung aus. Ja, 9,5 Wochen. Und die hatten es in sich. Normalerweise sollten Hunde frühestens mit 10 Wochen abgegeben werden. Wilma wurde mit 6 Wochen abgegeben. Und Dame, die sich Wilma angeschafft hat, dachte, sie würde in 2 Wochen Wilma stubenrein bekommen und auch, dass sie alleine bleiben kann. Und natürlich war das absolut nicht machbar. Und weil sie dann wieder arbeiten gehen musste, ist Wilma dann hier abgegeben worden. Mit 6 Wochen schon von der Mutter und von den Geschwistern weg, das ist natürlich echt heftig. Ne? Also das ist ja eine ganz, ganz wichtige Phase, wo die ja noch ganz, ganz viel lernen. Wilma hat also einiges nachzuholen. Da kann der Welpentrainer helfen. Deine Hunde, die übernehmen so ein bisschen die Rolle hier von der Mutter? Genau, das ist unser Konzept. Wir haben keine Zwinger bei uns. Wir leben die Welpen mit im Familienrudelverband. Ja, und unsere erwachsenen Hunde übernehmen dann die Elternrolle. Wir haben eine alte Hündin, die ganz viele Welpen in ihrem Leben bekommen musste. Okay. Und die hat einfach die Erziehung inne und gibt das dann an unsere Welpen ab. Super, mach doch erstmal so einen aufgeweckten Eindruck hier für die Geschichte, die du hinter dir hast, Mensch. Also es kann auf jeden Fall ein Problem sein, dass die Wilma so früh von der Mutter getrennt wurde. Und oft zeigt sich das dadurch, dass die Hunde sehr distanzlos sind und ja auch mit Artgenossen oft noch gar nicht so richtig umgehen können, weil sie das nicht gelernt haben. Ich denke aber, dass das bei ihr nicht so stimmen ausgeprägt sein wird, weil eben hier die Mary das so ein bisschen übernommen hat. Und das, was ich bisher gesehen habe, ist wirklich klasse. Aber da müssen sich die neuen Besitzer auf jeden Fall drauf einstellen. So, Mensch, die Wilma. Also da wird wahrscheinlich ja ein Malinois drin sein, denke ich. Ne? Hast du eine Idee, was noch drin ist? Ja, Labrador soll noch mit dabei sein. Super. Und gibt es schon Interessenten? Hast du da schon irgendwie? Ja, ich habe mit einer netten Familie telefoniert und die kommen nachher auch vorbei, um sie kennenzulernen. Ach, super. Das wäre ja toll, ne? Wenn das klappen würde. Wilma, würdest du auch gut finden, oder? Komm mal wieder runter. Und wie gut das wäre. Einmal hat die Familie Wilma schon besucht. Heute bringen sie Wilmas neue Geschwister ins B zum Kennenlernen mit. Aber die bleiben erstmal im Auto. Hallo. 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 Hi, grüß dich. Hi, ich bin der André. Grüß dich. Hi. Hallo, André. Hi. Hallo. Das ist aber Hallo. Kein Mali. Nee, das ist kein Mali. Aber die Wilma habt ihr ja schon kennengelernt, ne? Ja. Genau. Und wie war euer erster Eindruck? Ja, super. Zucker. Ja. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß, wie es weitergeht. Genau. Ja, genau. Ja. Sollen wir sie mal holen, Nadja? Ja, ja? Dann hole ich mal die Maus raus. Da ist sie und weiß scheinbar ganz schnell, wo sie hingehört. Ja, die kleine Maus. Hallo, ja. Das nennt man wohl Liebe auf den ersten Blick. Ja, das passt doch super. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe gehört, ihr habt auch schon 2 Hunde zu Hause, ne? Ja, das ist ja die große Frage. Passt zum Dackel? Wir haben nämlich so einen Dackel halt, ja, der schon mal ein bisschen prollig ist. Und das kommt halt drauf an. Ne? Die Hunde, die halt zu Hause sind, entscheidend, wer dazukommt. Ja, das ist uns klar, gefällt das sie passen. Super, ja. Aber... Ja. Ja. Und dann haben wir noch erwachsene Hündin, auch im Mali und Podenco-Mix. Super, da habt ihr auch schon Erfahrung mit der Rasse. Das ist ja auch immer so eine Sache. Mali ist ja wirklich kein Anfängerhund. Ne? Das ist super, wenn ihr euch da auch schon auskennt. Dann würde ich sagen, dann holt die beiden noch mal. Ja. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Kommt Wilma mit den beiden anderen Hunden der Familie klar? So, dann leint die beiden bitte mal ab. Die Spannung steigt. Akzeptieren der dominante Dackel und der schüchterne Malinois-Mix Wilma in ihrem Rudel? Hey, Dackel, gut jetzt. Dann lassen wir Wilma mal runter und dann schauen wir mal. Das passt hier. Erstmal schauen, wer das überhaupt ist. Einmal schnüffeln. Ja, die ist ein bisschen unsicher, ne? Eher zurückhaltender. Guck mal, was der Dackel macht. Der Dackel will spielen. Das sieht doch gut aus.
Da geht's direkt zur Sache hier. Hä? Also auf jeden Fall ist sie sehr neugierig. Und ich denke mal, dass da schon eine Partnerschaft entstanden ist. Wird Wilma heute nach einem schlechten Start ins Leben wirklich ein gutes Zuhause finden? Ihr wirkt auch so, als wenn das alles schon entschieden ist. Ist das so? Ja, ist das, ja. Also ich glaube, das passt guck auch da, siehst du doch. Toll. Ja. Das freut mich auch total für Wilma, dass sie so eine tolle Chance nach diesem verkorksten Start bekommt. Könnt ihr vielleicht ein bisschen Unterstützung gebrauchen? Bei Mali sehr gerne. Ja? Also wir wissen, also wir gehen nicht blind in die Sache rein. Wir wissen, der Mali hat seine Schwierigkeiten und sehr gerne. Genau, also wir haben nämlich gerade wieder eine Gruppe von Welpen und wenn ihr Interesse habt, also ich habe ja Wilma auch kennengelernt und euch jetzt auch, ich finde es super, also ich würde euch gerne dazunehmen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja, wunderbar. Die Familie macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich, die wirken sehr hundeerfahren, ruhig und souverän, ich glaube genau das Richtige für Wilma. Wilma darf umziehen. Heute geht's in ihre neue Familie und nächste Woche schon besucht sie Andres neue Schulklasse. Wir sind immer und ein Leben lang für unsere Schützlinge und deren Familien da. Habt keine Scheu anzurufen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ne? Und dann gebe ich euch mit, ihr Lieblingsschaf und eine Decke für ihr Körbchen, damit sie was von hier noch hat. Ja. Für Wilma heißt es wieder einmal Abschied nehmen. Mach's gut, Mausi. Auf in ein aufregendes Leben. Vielen Dank. Gerne. Viel Spaß mit ihr. Wir melden uns ganz bestimmt und wir schicken bestimmt auch viele schöne Bilder. Vielen Dank. Ja. Kommt alles gut Gute nach Hause. Für den Start. Wir sehen uns beim Training. Ja, ja, sehr gerne. Gut. Viel Spaß mit der Maus. Tschüss. Und bist du traurig? Ein bisschen bin ich immer traurig. Ja, verstehe ich. Aber die wird es gut haben, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Familie. Das passt. Ja. Sonst hätten sie die Maus nicht bekommen. Das glaube ich, ja.